Hey, yo, was geht ab, meine Freunde? Leon Lovelock am Start hier. Und ich habe gedacht, ich mache heute mal einen Vlog. Das ist jetzt der erste Vlog hier bei mir in meiner City, Mannheim. Wir haben jetzt gerade 8 Uhr morgens und ich warte auf Bro Barisch. Wir haben heute was vor. Heute ist ein cooler Tag auf jeden Fall. Wir haben nämlich einen Dreh für eine Serie. Ich verrate noch nicht, welche Serie. Ich habe gedacht, ich mache das so in dem Vlog, dass ich einfach Step by Step ein paar Tipps gebe und ihr dann mal raten könnt. Und am Ende werde ich es natürlich auflösen. Und zwar warte ich jetzt auf Barisch. Wir haben einen Dreh hier bei uns in Ludwigshafen. Das ist jetzt schon mal der erste Tipp. Was kann in Ludwigshafen abgedreht werden? Das ist eine Serie, eine Fernsehserie. Und ja, später noch ein paar mehr Tipps dazu. Ich habe richtig Bock darauf. Das ist auch jetzt nichts Großes oder so. Ist nur so just for fun eigentlich, mehr oder weniger. Deswegen, Leute, ich warte jetzt kurz auf den Barisch. Vielleicht hat er schon angerufen. Ich guck mal. Barisch kennt er ja auch noch von den ein oder anderen Videos. Genau, bis jetzt ist er noch nicht da. Normalerweise müsste er schon da sein. Typisch für den Türk. Immer unpünktlich, der Junge. Barisch, nächstes Mal pünktlich, gell? Durch Streuner. Ich schalte ein, wenn er da ist, im Auto nochmal ganz kurz. Bis gleich. Langer, dieser Türk, Mann, ich warte. Ja, das kommt wie gestaged gerade, du Bastard, Alter. West Coast Dance aus, Digga. Leiser. Sonst kommt YouTube und sperrt unser Video, das wollen wir doch nicht, oder? SL Barisch jetzt am Start hier. Ja. Yeah. Mr. Immer zu spät nenne ich ihn jetzt auch. Neuer Spitzname. Immer zu spät, weil immer zu spät ist. Was sagst du? Das Geile ist immer bei uns, wenn wir sagen, nee, pünktlich so 8.30 Uhr, sondern ich komme zwischen 8.30 Uhr und 9 Uhr. Ihr müsst euch so vorstellen, Leute, wenn ihr jemanden kennt, der immer zu spät kommt, der ist noch gar nichts gegen Barisch. Nee, wir sind jetzt auf dem Weg nach Ludwigshafen. Ich habe den Leuten noch nicht gesagt, wo wir hingehen, was wir machen. Ich habe gesagt, ich streue immer so ein paar Tipps rein ins Video. Okay, und dann sollen die selber raten, aber am Ende lösen wir es dann auf, weißt du? Okay, okay. Wie gesagt, der erste Tipp war schon Ludwigshafen und Fernsehserie. Ganz so berühmte, ne? Ganz, ja. Ich meine, in Deutschland ist es schon berühmt. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. So, der nächste Tipp wäre jetzt, das läuft nicht auf, das läuft auf den, wie heißen die Kanäle? Privat, öffentlich oder wie heißt das? Weißt du auch nicht? Okay, das war jetzt fail, ich weiß nicht, was die. Nee, das kommt auf den, ich sag mal, ersten drei Kanälen, die ihr auf eurem Fernsehen habt, auf jeden Fall. Ja, ja. Oder? Ja, auf jeden Fall. Kann man so sagen. Ja, das ist der nächste Tipp. Wir sind jetzt auf dem Weg, wir sind ein bisschen spät dran. Wir müssten jetzt eigentlich in 10 Minuten da sein. Ja, sind wir aber auch, glaube ich. Ich wohne direkt um die Ecke. Und jetzt, wenn wir da am Set sind, dann schalten wir nochmal ein. Wir mussten jetzt spontan noch einen Freund klar machen. Weil die Bookerin das irgendwie nicht auf die Reihe gekriegt hat. Und jetzt haben wir noch einen Kollegen angerufen, der kommt jetzt auch noch vorbei. Das sind wir drei, vier Kollegen von Gruß uns. Gruß an die Dani, die das hier ganze macht. Wenn du das hier siehst, Dani, nicht gut geplant, Dani. Nee, alles cool. Wir sehen uns gleich wieder, Leute. Wird cool bestimmt. Bis gleich. Der Mann startet. Der sagt einfach irgendwas. Ey, wo sieht's, ja? Was ist los? Da ist der nächste Hard Buddy. So sieht es aus, wenn Bodybuilder sich treffen. Guck mal, der packt auch seine Kamera aus. Kamera neu gekauft, weißt du? Voll die scheiß Luft hier, Wind, Mint und so. Ey, Bro, zeig mal nochmal diesen Zettel. Was ist ein Zettel? Ach so. Ey, einer hat da drauf geklebt. Ey, wir waren feiern, komm zurück. Was ist am Auto? Barisch, du geile Sau, ich will ein Kind von dir. Oh ja, du kriegst eins. Leute, ihr wisst Bescheid, so sieht es aus, wenn wir unterwegs sind. Guck mal, da hinten der Uno, seinem geilen Wagen. Je kurze Hose. Boah, der hat voll die Waden. Der hat voll die Waden gekriegt, ja? Guck mal seine Waden an. Tschüss, oder? Je Waden. Was ist denn? Ja. Total. Bei dir? Hier der andere. Keiner hat Buddy, holt seine Cam raus hier einfach. Guck mal den Bart an. Geil. Wir gehen jetzt mal rein, alles klar? Ja, bei dir. Wir gehen jetzt mal rein, gucken mal, was da läuft in dem Laden. Wo ist denn das Studio? Schalten gleich mal rein. Leute, wir sind jetzt hier angekommen in Ludwigshafen. Und
Die haben mir extra ein Gym eingebaut, Mann. Extra. Die haben mir extra für diese Serie ein Gym eingebaut. Ja? Power Gym LA. Guck mal, die beiden hat Buddies. Hier waren. Mal gucken, was hier jetzt los ist. Das Gym, wollen wir mal das Gym. Ah, das dürfen wir nicht zeigen, gell? Also ich muss jetzt halt gucken, was ich filmen darf und was nicht. Einfach reinscammen, Mann. Was sagst du? Einfach reinscammen. Undercover-mäßig. Ja, Mann. Erstmal gucken, was läuft. Wir schalten auf jeden Fall später nochmal ein. Was geht ab, Leute? Wir sind jetzt hier am. Wie sagt man dazu? Maske und Maske, Kostüm. Verpflegung. Verpflegung etc. Seht ihr da hinten? Ja, das Ding ist jetzt, wir wollten natürlich ein bisschen Schleichwerbung machen. Ein bisschen Schleichwerbung für ProBroWear machen. Gehen wir auf die andere Seite. Wir wollten ein bisschen Schleichwerbung machen für ProBroWear. Und die haben uns jetzt gesagt, dass wir keine Labels oder keine irgendwie Markennamen irgendwie in den Dreharbeiten irgendwie anhaben dürfen. Dass wir keine, also wegen der Schleichwerbung an. Ne? Ja, wir haben jetzt versucht, diesen Löwen hier einfach so als nicht als Logo durchgehen. Also er hat uns gefragt, ist es ein Logo? Da haben wir natürlich gesagt, nein. Und dann hat er halt überall auf unsere Klamotten überall war der Löwe dann am Start und hier auch auf meinem Pulli. Das Gute ist, ich kann jetzt aber den Champion Stringer. Wenn ihr den kennt, Champion Stringer, guckt mal im Shop nach, das ist einer der geilsten Stringer auf jeden Fall, finde ich. Den darf ich jetzt anziehen, weil der sieht halt nicht nach Werbung aus irgendwie. Da ist halt ein riesen Löwe drauf. Erkennt man gar nicht so. Steht auch nichts dazu. Also ich finde, wenn da, solange da nicht ProBroWear oder irgendwas dazu steht, finde ich das eigentlich legit, aber die Leute halt. Das ist halt Fernsehen, ne? Ja. Da muss man halt auch schon Verständnis für haben. Aber wir haben halt gedacht, wir können ein bisschen Schleichwerbung machen. Egal, trotzdem cool. Ja, wir sind jetzt hier. Wir können ja mal sagen, was das für ein Sender ist, oder? Dass wir den nächsten Tipp mal geben. Ja, der Sender ist auf. SWR, Südwestrundfunk. Ja, ich glaube, damit ist das Spiel schon aufgelöst, denke ich mal, oder? Die meisten Leute von euch werden jetzt wissen, was es ist. Ja? Meinst du, ne? Wüsstest du es? Nee, gell? Ah, egal. Die haben jetzt hier, wie gesagt, extra ein Fitnessstudio eingebaut. Für uns, also für den Dreh jetzt. Ja, ja. Ist schon eine krasse Nummer, oder? Wenn du so siehst, wie das so abläuft alles. Ja, krass. Wir nehmen einfach einen Laden und bauen dann ein Fitnessstudio ein. Hier richtig eingenestet, ne? Kamerateam und Maske, Bild, Verpflegung, alles. Dann bauen die einfach so ein Gym rein. Das ist krass, schon heftig. Oder? Geht auch, glaube ich, 3 Tage oder so jetzt hier, der Dreh. Ja, 3 Tage. Ja. Das ist schon heftig auf jeden Fall. Ja. Aber ist eine coole Sache, ist eine gute Erfahrung, Mann. Auf jeden Fall. Wer weiß, vielleicht können wir die ein oder andere Connection abchecken. Vielleicht kriegen wir nächstes Mal eine Hauptrolle. Der Film Pro Bro. Kommt sowieso noch. Patrick, du weißt Bescheid, Bro. Pro Bro. Nee, wie war das? Der Spruch, ProBro Classics, the home of natural bodybuilding. Da kommt auch ein Film dazu raus. Nee, Spaß beiseite. Wir trinken jetzt mal einen Kaffee, ziehen uns mal um, gucken, was da drin läuft. Mal gucken, ob wir uns irgendwie undercover filmen können, ne? Ja, cool. Auf jeden Fall muss was sein, damit die Leute mal sehen, so wie sowas abläuft, sag ich mal. Ja. Yes. Dann bis später, Leute. Nee, normal nicht. Alter, die haben einen gechillten Job, weil einfach irgendwas. Das ist das Studio jetzt hier. Extra aufgebaut, ich muss ein bisschen undercover machen. Oh no, du hast voll die Waren gekriegt, ja? Ich weiß. Yo. Wir sind jetzt hier mitten auf dem Videodreh, da hinten ist Action. Videodreh, hab ich gesagt. Filmdreh. Nicht Film, Serie. Seriedreh. Und was haben wir? Wir haben ProBro reingescampt. Ja, ihr werdet sehen, ich halte auf jeden Fall ein ZDF. Wir fragen nochmal, SWR ist es, gell? Wir fragen nochmal genau, wann die Serie kommt. Und dann sage ich euch auf jeden Fall Bescheid. ProBroWear ist auf jeden Fall am Start. Wir haben es reingescampt, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Und schon anstrengend, ne? Auf jeden Fall machen. Die ganze Zeit die gleiche Übung machen. Und es geht über eine Stunde oder so. Immer dieselbe Aufnahme wieder. Immer das Gleiche. Wir haben voll den krassen Pump in der Brust, weil wir noch in der Brustmaschine sind. Ich habe noch zu ihm gesagt, lass uns Booster nehmen. Er hat gesagt, nee, dann kriegen wir einen Crash in 2 Stunden und so. Hast du auch Tunnelblick dabei? Nee, auf jeden Fall genommen. Ja, scheiß drauf. Egal. Der Ergül ist auch da hinten. Der filmt sich auch einfach selber. Ja, Mann. Easy peasy. Wenn irgendwas Spannendes passiert, schalten wir auf jeden Fall ein. So, take two. Mittagspause jetzt. Wie lange sind wir schon hier? Seit 9 Uhr. Seit 9 Uhr. Wir haben jetzt mal, warte, nichts gestaged hier. 14 Uhr. Das heißt schon 5 Stunden.
Okay. Erzähl mal den Leuten so, was wir hier machen, so was unsere Aufgabe ist, beziehungsweise was für eine Rolle wir spielen. Im Endeffekt geht es darum, dass es hier irgendwie um Steroide geht. Ja, es ist eine Tatort-Serie, es geht um Steroide. Und das war ja, nicht so viel halt verraten, paar, ne? Ja, ja, aber die haben halt einschalten paar, dann hier. Ein paar Bodybuilder gesucht und die als Komparse spielen in einem Fitnessstudio, halt ein bisschen trainieren im Background und so. Yes, das ist eigentlich das ganze Thema so. Es ist nichts Großes, es ist nur just for fun eigentlich. Normalerweise. Später gehen wir nochmal ins Training. Ja, meinst du? Richtig trainieren, ja. Erstmal einkaufen, habe ich ja gesagt, wir gehen erstmal einkaufen und dann gehen wir vielleicht. Ja, wenn er will, dann gehen wir noch ins Training auf jeden Fall. Ich bin jetzt schon ein bisschen kaputt. 5-6 Stunden immer das gleiche machen, immer trainieren die ganze Zeit und so, das macht schon fertig, gell? Ja. Yeah. Wir haben ultra den Pump in der Brust drin, weil wir so eine 10 hatten, weil wir nur Brust trainieren. 3 Stunden Brust trainieren. Mit wenig Gewicht zum Glück. Yeah. Jetzt gehen wir was essen. Jetzt gehen wir was essen, Mittagspause. Vorne. Schalten wir später nochmal ein. So. Hier barisch wieder clean unterwegs heute, ha? Ich bin doch Off-Season, ne? Immer irgendwelche Ausreden, der Typ. Aber die Sahne ist ohne Zucker, gell, wenigstens? Ja, auf hast jeden du Fall. Gesagt. Ja, sugar-free. Ja? Ja. Was hast du gegessen? Nee, ich hab mir auch gegönnt hier. Die Sahne ist zuckerfrei, aber mit der Schokolade hat der Barisch natürlich wieder übertrieben. Muss ich verbunden. Ist halt ein Süßer, gell? Bist halt ein Süßer. Nee, gab aber richtig gute Sachen hier, gell? Ja. Sogar vegan konnten wir uns ernähren heute. Salat ein bisschen, so ein veganes Schnitzel. War schon cool. Jetzt gleich die Mittagspause vorbei. Wir gehen gleich wieder rein. Dann wird weiter gedreht. Yo. Gab jetzt eine kleine Unterbrechung. Ich konnte leider nicht filmen. Die haben mir gesagt am Set, dass ich nicht filmen darf, dass ich keine Requisiten, keine Schauspieler oder so mit draufbringen soll auf jeden Fall. Ja, war aber definitiv eine coole Nummer, war eine gute Erfahrung. Mal sowas mitgemacht zu haben, auch mal zu sehen, so wie die das alles machen mit den Einstellungen, mit den Schnitten, mit den Kameras, mit den vielen Kameras und mit dem Ton nochmal extra und so. Das war schon eine interessante Sache, oder Barisch, was sagst du? Ja, guck mal, auch allein schon die Szenen, wie oft wir die nochmal spielen müssen. Wir müssen vielleicht eine Szene nochmal 6-7 Mal nochmal separat nochmal spielen. War schon auf jeden Fall anstrengend. Wie ihr seht, meine Stimme ist weg. Wir sind schon easy kaputt jetzt, richtig, ne? Richtig, auf jeden Fall. Und im Training, glaube ich, wird nichts mehr. Jetzt. Nee, heute im Training wird nichts mehr. Die haben schon trainiert, oder? Ja, ja, wir müssen jetzt auch noch einkaufen gehen, kurz. Einkaufen-Video war jetzt gefordert von den Leuten. Wir machen heute zusammen ein Einkauf-Video, ja, was ich mir so einkaufe, bisschen zeigen den Leuten so ein bisschen, was so läuft, was ich mir so als, sag ich mal, täglichen Bedarf, ist das jetzt, also keine Specials oder so, sondern mehr so ein bisschen täglicher Bedarf. Kommt entweder jetzt in den Vlog mit rein hier, vielleicht ein kurzer Ausschnitt, aber ich komme und mache auch nochmal ein separates Video auf jeden Fall, wo ich dann zu Hause nochmal auspacke, was ich jetzt alles gegessen habe, was ich alles gekauft habe. Und yes, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt beim Video, mal so ein bisschen Einblicke. Wir konnten jetzt leider nicht so viel aufnehmen, aber vielleicht ist es trotzdem ein cooles Video geworden. Schauen wir mal. Über einen Daumen hoch würde ich mich freuen. SL Barisch, wir sehen uns. Macht's gut, Leute. Bis dahin. Ciao, ciao.